Meine Damen und Herren, lieber Franz, lieber Freund, lieber Genießer. Du wirst meine Worte nicht nur genießen, aber ich mache es kurz und schmerzhaft. Deine Karriere als Genießer begann ja schon vor 30 Jahren mit deinem weltberühmten Suppentüten-Fernsehspot. Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Aber dass du heute zum Genießer des Jahres gekürt wirst, das hat andere Gründe, sehr menschliche Gründe. Wer ist der wahre Franz in Franz? Du hast dich mal als staunenden Betrachter dieser Welt bezeichnet. Du hast einmal gesagt, ob einer den Ball mit links schießt oder mit rechts, das ist völlig unwichtig. Wichtig ist es zu genießen, zu verstehen, dass unser Leben einzigartig ist. Das ist wichtig. Ich erzähle jetzt nicht, was schon alle wissen. Ich erzähle lieber von einem Freund und großen Mann, der immer ein Mensch geblieben ist. Wenn auch eitel und manchmal als Spieler ein bisschen jähzornig. Zum ersten Mal haben wir uns getroffen, als Bayern und Gladbach in die Bundesliga aufgestiegen sind. Du warst damals bezeichnenderweise links außen. Und wir Fußballer wussten ja immer, Torhüter und links außen haben eine Macke. Aber schon damals hattest du ein unglaubliches Talent, den Fußball zu genießen. Du hast dir selbst die Position des Libero erfunden, weil du da am wenigsten tun und laufen musstest. Der Genießer in dir hat alle anderen für sich arbeiten lassen, ganz im Gegensatz zu mir. Weißt du noch, als du mir vor 40 Jahren mein Jaguar E-Type Cabrio abgekauft hast, 265 PS, 240 Kilometer schnell. Ich habe dich gewarnt. Da ziehst, da ruckelst und dann bei Regen tropfst durch das Faltdach. Aber du warst stur wie immer. Nach 2 Tagen hast du mich dann angerufen und beschimpft. Das ist eine Schrottkiste. Betrüger. Der Genießer in dir bevorzugt Limousinen. Der Genießer in mir schweigt. Weißt du noch, als du in Kitzbühel mit mir Mitleid hattest und mich zum ersten Mal in meinem Leben zum Golf mitgenommen hast? Ich war dein Caddy und habe deinen Golfsack geschleppt. Ich war immer im Weg, habe zwischendurch gequasselt und gestört und am Schluss bin ich rückwärts in den Bunker gefallen und lag wie ein Maikäfer auf dem Boden. Und du hast so laut gelacht, dass ich es heute noch in meinen Albträumen höre. Du hast es genossen und ich... Und ich habe seither nie mehr einen Golfplatz betreten. Weißt du noch, als ich dich von glitzernden New York in das windige Hamburg geholt habe und du gemotzt hast, ich hatte ein prima Leben damals in Amerika, bis Günther Netzer kam und alles zerstörte. Eine kleine Anekdote aus deiner HSV-Zeit. Bei einem Turnier in Brüssel war es an dir, einen Elfmeter zu schießen. Hier kommt die Wahrheit. Du hast nie in deiner Karriere einen Elfmeter geschossen, weil du ein Feigling warst. Hier musstest du. Und ich kann dir bestätigen, du bist der einzige Fußballspieler weltweit, der sich beim Elfmeterschuss einen Adduktorenabriss zugezogen hat. Eine der schwersten Verletzungen, die man sich überhaupt gibt im Fußball. Der Ball ist nicht mal bis zum Tor gekommen. Und dann hast du 2 Monate Pause genossen. Weißt du noch, wie du deine All-Inclusive-Weltreise gemacht hast? Eine Bewerbungsreise und Begrüßungsreise. Die Bewerbungsreise diente dazu, die Fußball-WM nach Deutschland zu holen. Sehr gut gelungen, Kompliment. Sie hat weltweit Anerkennung gefunden. Dann haben wir den Zuschlag erhalten für die WM 2006. Und schon startete eure Begrüßungsreise.
31 Traumländer in 177 Tagen auf allen 5 Kontinenten. Ich nenne sie eine wahre Lustreise. Der Schatzmeister des DFB, ein guter Freund von uns, erlitt nach jedem Besuch einen Schwächeanfall. Schwächeanfall beim Präsentieren der Rechnungen von besten Rotweinen und Zigarren. Zu dieser Zeit war ich auch Aufsichtsrat mit des WMOK. Und irgendwann hast du mich gefragt, ob ich nicht mal an einer Reise teilnehmen wollte. Ich war gerührt von solcher Großzügigkeit. Und dachte an Rio, New York, Sydney, Rom, Madrid, selbst die Karibik. Und wurde dann tatsächlich eingeladen. Mein Wohnsitz ist seit 25 Jahren Zürich. Und ich wurde von dir höchstpersönlich zu einer Präsentation nach Bern eingeladen. ...110 Kilometer von Zürich entfernt. Das sitzt immer noch tief in mir und ist immer noch nicht verkraftet. Du genießt die Welt und ich fahre nach Bern. Überliefert ist mir auch eine unglaubliche Story aus Singapur. Da war Franz mit seiner Entourage beim Top-Chinesen gelandet. Hatte aber Heißhunger auf Sushi und Sashimi. Und wie der Zufall es wollte, gab es ein japanisches Lokal gleich nebenan. Doch diese Bande aus Deutschland kam nicht etwa auf die Idee, das Lokal zu wechseln. Nein, Franz hat so lange auf den Chinesen Kellner eingeredet, bis der nebenan beim Japaner Sushi und Sashimi holte, um im eigenen chinesischen Lokal zu servieren. Lieber Herr Ludwig, stellen Sie sich doch einmal vor, ich käme jetzt auf die Idee, bei einem Besuch in Ihrem Hotel für Jahreszeiten in einem Ihrer großartigen Restaurants einen Pizzaboten zu bestellen. Hausverbot. Zu Recht. Aber der echte Franz, den berühmten Franz, da liebt er gar nicht diesen Jetset, sondern er genießt viel lieber seine Ruhe und seine Familie. Ich bewundere deine Fähigkeit, Dinge auf höchstem Niveau zu genießen, aber gleichzeitig auch die einfachsten Sachen zu schätzen. Wir sind beide Sternzeichen Jungfrauen und wir haben oft gemeinsam die gleichen Gedanken. Nur über Fußball sind wir uns nie einig. Davon verstehst du einfach zu wenig. Aber was macht der Franz eigentlich, wenn er nichts macht? Du hast ja selbst mal als Berufsbezeichnung angegeben, Gelegenheitsarbeiter. Du könntest jeden Tag woanders sein, weltweit. Aber ich glaube, am glücklichsten bist du in deiner angestammten Heimat, in der Geborgenheit deiner Familie. Da lässt du deine Seele baumeln, da spürt und erkennt man den echten Franz Beckenbauer. Ich weiß, dass du für viele sorgst, auch dank deiner Stiftung. Ich weiß aber auch, dass du für dich selbst sehr wenig brauchst. Vielleicht am Abend eine dicke Kuba-Zigarre und ein bisschen Wein, aber will mehr nicht. Die Wahrheit in unserem Leben ist, dass wir beide unser Glück eigentlich gar nicht fassen können. Das, was aus uns geworden ist, haben wir uns nicht einmal träumen lassen. Deshalb ist es dir ja auch so wichtig, etwas von deinem Lebensglück zurückzugeben. Das ist dir gut gelungen. Wir haben einmal darüber gesprochen, was das Wichtigste im Leben ist. Ich habe gesagt, Gesundheit. Aber dann hast du gleich festgestellt, ja, Gesundheit ist wichtig. Aber man braucht ein bisschen Glück. Man braucht auch ein bisschen Glück im Leben. Die Passagiere auf der Titanic waren alle gesund, aber vielen fehlte das Glück. Dein größtes Glück ist das Glück eines späten Vaters, das ich auch jetzt mit meiner Tochter erlebe. Das ist das größte Geschenk des Lebens. Zum Ende muss ich etwas ernster werden. Noch viele Anekdoten und Geschichten verbinden mich mit Franz als Spieler und Funktionär. Vielmehr aber mit ihm als Mensch und ehrlichem Freund. Ich hatte die Ehre, ihn heute als Genießer des Jahres zu beschreiben, aber für mich ist er vielmehr ein wirklicher Genuss, ihn zu treffen, zu sehen, mit ihm zu flachsen, ihm nahe zu sein. In diesen schönen Momenten sind wir beide Genießer. Franz, du bist das größte Glück des deutschen Fußballs. Es gab nie und es wird auch nie einen besseren geben. Das
Dass du dein großes Leben so demütig lebst, macht dich als Mensch noch größer, als du als überragender Fußballer schon warst. Ich bin stolz, dein Freund zu sein. Ich gratuliere dir sehr herzlich zu dieser schönen Auszeichnung. Du bist der Genießer des Jahres und jetzt lass uns zusammen den Abend genießen. Applaus